Doch was ist es, das Dürrenmatt so am Theater faszinierte? Diese Frage bildet den Ausgangspunkt der Ausstellung Friedrich Dürrenmatt, das Arsenal des Dramatikers. Und die Ausstellung zeigt, wie das Theater Dürrenmatt erlaubte, seine beiden Leidenschaften, das Malen und das Schreiben, miteinander zu verbinden. Beim Betreten der Ausstellung begegnet man zunächst einem vergrößerten Selbstporträt von Friedrich Dürrenmatt. Es trägt den Titel »Das Arsenal des Dramatikers«. Mit diesem Bild lädt die Ausstellung die Besuchenden dazu ein, das Atelier des Malers und Schriftstellers zu betreten. Dabei verfolgt die Ausstellung den Schaffungsprozess bei der Entstehung der Theaterstücke, von der ersten Idee bis zur Inszenierung. Am Beginn des kreativen Prozesses steht der Einfall, den Dürrenmatt mit dem Phänomen eines Meteors verglich. Er sagte, der Einfall sei wie eine plötzliche Idee, die vom Himmel herabfalle. Auch die Bühnenidee zu seinem Stück »Der Besuch der alten Dame« ereilte ihn unverhofft. Dürrenmatt kam die Idee zu diesem Stück während der Zugsfahrt von Neuchâtel nach Bern. Während der Zug in Ins und Kerzers Halt machte, betrachtete Dürrenmatt die beiden Bahnhöfe und hatte plötzlich die Idee für die Eingangsszene eines Stückes, nämlich ein Bahnhof, auf dem jemand ankommt. Friedrich Dürrenmatt sagte, er müsse eine Figur erst sehen, bevor er von ihr schreiben könne. Oft entwickelte er seine Figuren mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen er zusammenarbeitete und die er seine Farben nannte. Zum Beispiel schrieb er die Rolle des Schriftstellers Wolfgang Schwitter aus seinem Stück »Der Meteor« dem Schauspieler Leonard Steckel auf den Leib. Nicht immer aber hatte Friedrich Dürrenmatt eine Figur unmittelbar vor Augen. Zu seinem Stück »Frank der Fünfte« fertigte er eine Vielzahl von Figurenzeichnungen an. Dabei entwickelte er die Entwürfe schließlich sogar unabhängig vom Text weiter, spielerisch und voller Humor. Neben den Figurenzeichnungen fertigte er auch Darstellungen der Bühne und der Handlungsorte an. Dabei griff er oft Schlüsselszenen heraus. Stets nahm Friedrich Dürrenmatt mit seinem Theater Stellung zu den Ereignissen in der Welt. 1967 fertigte er die große Collage zum Theater an. Sie versammelt die wichtigsten Theatermomente Dürrenmatts. Nicht zuletzt findet sich auf ihr auch ein Foto von der Erde, aufgenommen vom Mond. Dürrenmatt sagte, »Wir sind niemals von der Welt im Bild, wenn wir uns von ihr kein Bild machen.« Als engagierter Künstler sah er es als seine Pflicht, sich von der Welt ein Bild zu machen, sei es in Form seiner Gemälde oder Zeichnungen, seiner literarischen Stoffe oder Reflexionen und nicht zuletzt in Form des Theaters, indem er das mögliche Schicksal der Welt spiegelte.